Welche Elemente der nonverbalen Kommunikation gibt es? Welche Elemente der nonverbalen Kommunikation gibt es? Nun, da ist die Mimik, das sind die Gesichtsbewegungen, da ist die Gestik, das sind die Handbewegungen, im Wesentlichen Handbewegungen. Dann ist da die Körperhaltung insgesamt. Alles natürlich nicht getrennt zu sehen, sondern geht einher mit Gestik und Mimik zum Beispiel. Und die Kleidung. Auch das ist ein wichtiges Instrument nonverbaler Kommunikation. Wollen Sie lernen, ohne zu leiden, dann klicken Sie auf den Link unter diesem Video. Dieser Link führt Sie direkt zu meinem Schnelllernsystem. Mein Name ist Marius Ebert. Vielen Dank.